Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem neuen Video der DHC. Und zwar möchte ich heute zu dem Thema Validierung von SAP S/4HANA On-Prem versus der Private Cloud Edition reden. Die Cloud wird im SAP-Umfeld immer wichtiger werden, sodass wir das Thema jetzt hier in einem Video auch aufbereiten wollen. Dazu als Einstieg der Blick auf die SAP-Landschaft, die wir heute haben. Das heißt, wir reden nicht mehr nur ausschließlich über ein ECC-System, das werden die meisten von Ihnen kennen, sondern wir reden über die sogenannte Intelligent Enterprise Suite der SAP. Und in dieser Intelligent Enterprise befindet sich hier das S/4HANA. Aber wir haben eine Vielzahl von weiteren Systemen, die dort außenrum sind. Das sind hier Industrie-Cloud-Lösungen, über die die Intelligent Suite, das S/4HANA, ergänzt wird. Wir haben das Thema Business Process Intelligence, das immer wichtiger werden wird. Also hier erfolgt die Integration von Signavio und das Abbilden von Business-Prozessen durchgängig, von der Modellierung bis hin zur Konfiguration. Wir haben die Vernetzung mit den weiteren Marktteilnehmern, also Kunden, Lieferanten, Partnern. Und wir haben hier die Business-Technology-Plattform, die für die Cloud eine große Rolle spielt, auf der dann hier auch die Industrie-Cloud-Lösungen dann halt realisiert werden. Und wir haben für die Cloud-Lösung die Installation und den Betrieb bei den Hyperscalern in der Regel, das heißt bei Firmen wie Amazon oder auch der Microsoft Azure Cloud. So, was sind jetzt die Unterschiede zwischen On-Prem und der Cloud? Während On-Prem, was Sie hier auf der linken Seite sehen, dort das komplette System durch Sie betrieben wird. Das heißt, es kommt nur in Anführungszeichen die Software von der SAP. Es wird auf einer von Ihnen verantworteten Infrastruktur, das kann bei Ihnen im Haus sein, oder auch hier wieder bei einem Hyperscaler betrieben. Sie haben hier den ganzen Managed Service, technischen Managed Service, der bei Ihnen halt liegt. Wir haben die Einführung im Rahmen der Implementierung. Und wir haben den gesamten Betrieb. Ja. Also alles, was hier dann grau ist, liegt eben dann bei Ihnen selbst oder bei einem Partner. In der Cloud-Variante übernimmt die SAP sowohl die Bereitstellung der Software, die dann eben halt auch nicht nur einmalig halt erfolgt, sondern laufend mit Updates im Laufe des Jahres, plus das gesamte Infrastrukturmanagement, also den Betrieb in der entsprechenden Hyperscaler-Umgebung und das technische Application Management. Also die Punkte, die wir hier unten blau sehen und verbleiben, ist die Implementierung und der Betrieb der Software. So, im Rahmen der Rise with SAP-Initiative wird die SAP dann hier nicht nur die S/4HANA-Software in der Rise with SAP bündeln, sondern es wird hier eben halt auch das Business Network Software wie auch die Business Technology Plattform dann gebündelt. So. Schauen, was bedeutet das, wenn wir Software as a Service haben, im Gegensatz zu On-Prem, dann haben wir hier auf der linken Seite das Modell des Betriebs von Ihnen selbst an Ihrer Verantwortung. Das heißt, Sie haben die Verantwortung von der Installation der Software, der Betrieb auf der entsprechenden Hardware bis hin zur Applikation. Auf der rechten Seite sehen wir hier Software as a Service, das jetzt eben von der SAP mit der Cloud-Variante angeboten wird. Und hier wird von der SAP die gesamte Verantwortung für die Installation, den Betrieb, die Bereitstellung der Software übernommen. Das heißt, hier verlagert sich einiges auf die SAP. Und das ist auch der Grund, warum wir hier nur über eine Private Cloud Edition reden können, weil in der Private Cloud Edition haben wir zumindest mal die Kontrolle über die Anzahl der Updates pro Jahr. In der Public Cloud wird ohne weitere Rückfrage des Kunden, in Anführungszeichen, dort halt die Software bereitgestellt und installiert. Das heißt, Sie haben keine Kontrolle über die entsprechenden Updates. Das ist der Unterschied zu der Private Cloud. Ja.
So, das Wichtige ist aber hier, dass auch in der Private Cloud die Verantwortung über die Kontrolle der Software bei Ihnen halt liegt. Das heißt, ganz wichtig ist hier halt bei der Validierung dann drauf zu schauen, wie muss ich an der Stelle halt agieren. Und dazu dient uns dann hier dieses Modell, wo ich dann auf der einen Seite hier oben die Anwendung sehe. Und hier reden wir dann über die Validierung der Anwendung. Das ist das, was bei Ihnen verbleibt. Und wir haben auf der anderen Seite hier unten die technische Infrastruktur, die weiterhin dann überprüft werden muss. Und das ist ja dann der Teil, der bei On-Prem bei Ihnen liegt, beziehungsweise dann bei einer Cloud-Lösung bei der SAP liegt. Ja. So. Wenn wir da ein bisschen tiefer eintauchen, dann sehen wir hier, dass wir für die Validierung das ganz klassische Modell verwenden. Also da ist kein Unterschied zwischen On-Prem und der Private Cloud Edition. Der einzige Unterschied ist hier, dass wir die Installationsqualifizierung im Rahmen der Private Cloud Implementierung dann eben durch eine Qualifizierung der SAP da verlagern. Ansonsten haben wir hier diese ganz normale Implementierung nach dem V-Modell und damit die integrierte Validierung. Der Unterschied jetzt in der Cloud-Software ist dann derjenige, dass der Teil der Infrastrukturqualifizierung entsprechend über die SAP läuft. Und hier, das ist dann der wichtige Teil, und das ist dann auch die letzte Folie, die dann hier aufzeigt, dass es dort, das ist der wichtige Baustein, warum dann die Cloud in der SAP-Umfeld dann funktionieren kann. Hier wird ein sogenannter GXP-Service bereitgestellt von der SAP. Und hier sehen Sie die einzelnen Dokumente, die dann von der SAP für die Qualifizierung, für die Validierung dann entsprechend bereitgestellt wird. Das Ganze können Sie vertieft noch mal in einem eigenen Webinar dann nachhören. Kommen Sie da bei uns auf die Webseite und registrieren Sie sich und klicken da auf den entsprechenden Podcast. Vielen Dank.